Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Hitman 2. Heute geht es weiter, wir müssen das Bild des Maelstrom finden. Und hier erkennt uns gefühlt jeder. Barabar, this is the third time you're asking me this question. What's wrong with you? Nothing's wrong with me, okay? I just want to make sure I don't mess up when the boss asks me to do something. Relax. Yes, you grab the powder and into the furnace while the smoke goes up. Wir müssen hier nur das Bild finden. Was da drinnen ist. Wenn wir das gefunden haben, dann würde ich sagen, wir knacken hier die Tür und gehen sofort aber weg. This little indiscretion is really a Versteckschlüssel. Oh, Moment. Ich speichere jetzt hier nochmal sicherheitshalber. Oh, bitte sagt, ihr kommt jetzt hier nicht rein. Oh, die Position ist eigentlich ganz geil. Wenn ihr das jetzt nicht hört. Weil ich glaube, du bist noch ein bisschen besser hier getarnt. Ja. Und schon sind wir noch geiler. Vor allen Dingen, ja, logischerweise sind wir noch geiler, weil man sieht unser Gesicht so gar nicht. Nicht. Wow. Das wollte ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich wollte eigentlich hier die Waffe nochmal aufnehmen. Okay, jetzt können wir halt nicht ohne Waffe hier rumlaufen, aber das ist jetzt auch nicht das größte Problem. Beziehungsweise kann ich sie nicht da reinwerfen? Nö. Ja gut, dann tragen wir sie halt so mit uns rum. Sollte es auch nicht auffällig sein. So. Und jetzt hier finden Sie ein Bild des Maelstrom. Hier eine Notiz an Saga, den Barbier. A genau das. And a note addressed to Saga, the barber. Okay, und die Notiz können wir nicht lesen. Egal. Gibt's hier sonst noch was? Hier gibt's so ein bisschen Untergrundtunnel. Ich würde sagen, wir schauen uns nochmal hier im Untergrund hier um. Und vor allen Dingen, der Barbier müsste ja irgendwo hier in der Nähe... Was? Warum auch immer ich gerade... Warum habe ich gerade... Keine Ahnung. Ja, ich würde sagen, wir gehen hier durch irgendwie und dann... Wahrscheinlich hier nochmal hoch oder so. Werden wir gleich sehen. Erstmal. Achso, Moment. Hier geht's ja auch. Ah, doch, hier geht's schon durch. Dafür rein, gell? Have a nice day. Ja, ja. Oh. Was ist das gerade gewesen? Das wird wahrscheinlich irgendwo hier sein. Ein Inventar wahrscheinlich. Farbiger Rauch. Was auch immer das ist. Und ja, ich glaube, hier wird keiner hingehen. Von daher. So. Sollte das funktionieren, dass wir jetzt hier nicht verdächtig sind. Hier ist. Oh, hier ist nochmal so ein Maelstrom-Teil. Nummer 5. Es gibt ganz schön viele von denen. Use it for the things they didn't dare do themselves. I got to know them intimately. And when the time came, I sorted them intimately. I tore down the walls of oppression, left Mumbai to tear down more out there in the world. I found like-minded people, and together we showed those that would have us serve what it meant to be masters of our own fate. And now, my fellow warriors, now even bigger walls need to crumble and be reduced to...
to ashes. Join me and form your own destiny in this world. It is your right and your privilege. Become the rage. Become the storm and sweep the eye clean of this pestilence. Together, we shall rebuild. Wir hätten hier so einfach hinkommen können. So einfach mit der fucking Kanalisation. Der ganze letzte Part, wo wir das Ganze herumgeschissen haben, hätte so easy sein können. Aber gut, hier ist der Barbier. Ich hoffe mal, du wartest noch ganz kurz, bis irgendwas passiert. Genau. Danke, das Rasiermesser nehme ich gleich. Erstmal beseitige ich dich allerdings auch. Moment, ich muss sicher auch die Waffe irgendwie loswerden. Das war gerade fucking knapp. Nichtsdestotrotz, Barbierschlüssel, ja okay. Nichtsdestotrotz muss ich irgendwie schauen, dass ich hier dafür rein, oder? Nehmen wir mal an. Okay, Oh, hier ist der Barbierladen. Okay, nice. Oh, Barbierladen öffnen. Ja, aber erstmal. Oh, hier ist noch der Ladenschlüssel. Erstmal muss ich irgendwo die Waffe verstecken. Gehst du bitte hoch? Danke, dann kann ich nämlich... Wobei, ich glaube, Barbierladenschlüssel, genau. Kann ich jetzt so aufmachen. Jetzt muss ich nur die Waffe irgendwo hin verstecken. Was ist... Bist du? Ach, untertauchen. Nee, bräuchte... Jetzt bräuchte ich mal wieder so ein... So eine Sache, wo ich... Waffe verstecken kann. Das muss es doch hier irgendwo geben. Aber bist du der Maelstrom? Glaube nicht. That wasn't him. No. Ja, hier mit dem Scheiß. Oh. 47. That nose. Those eyes. That can only be Wazir Kale, the Maelstrom. Identification confirmed. Okay, das ist nice. Aber es hat immer noch nicht das Problem gelöst, dass wir hier uns irgendwie die Waffe loswerden müssen. Ja, nein, ich bin kein Gentleman. Ich will hier die fucking Waffe loswerden. Nein. Ah, Moment. Ah, wir sind wieder hier. Geil. Hallo? Kann ich nicht? Doch, kann ich. Wir, das müsste die hier eigentlich sein, oder? Genau. Brauchen wir nicht, haben wir weggeschmissen. War kaputt. Ich meine, kaputte Sachen soll man in den Mülleimer werfen. Habe ich mal gehört. Ja. Du und deine komischen Verkaufstricks. Namaste. Und das hier ist der Hintereingang. Die Hintereingang vor allem. Der Hintereingang. Ja, mach Platz. Mach Platz. Ja, wie wär's, wenn du nicht mitten in der Tür stehst? Ich hasse so Menschen, die einfach nur so dämlich in der Tür rumstehen. Aber egal. Darf ich vorstellen? Barbier 47. Öffnen Sie den Barbierladen. Ja, natürlich machen wir das. Moment. Die erkennt uns. Das heißt, die muss hier ihrem Gatten kurz folgen. Dann passt alles. Aber vorher haben wir ein bisschen das Problem. Ich bin wieder da.
Jetzt ist die Frage, wie bleibt die stehen und wie lang bleibt die da stehen? Das ist gut. Schatz, wir müssen reden. Also ich nehme mal an, das ist seine Frau. Warum ist das so die einzige, die jetzt hier rum... Rein theoretisch könnte es seine Sekretärin sein, aber ich glaube kaum, dass der so... Gut, er ist schon ein bekannter Barbier wahrscheinlich, aber... Also Friseure, die eine Sekretärin extra haben, ist schon wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich. Alles klar, dann hier liegen die Rasiermesser. Ich meine, besser geht's hier nicht. Mit Rasur anfangen, warte auf Kunden. Ja, dafür müssen wir erstmal hier öffnen mit dem Barbierladenschlüssel. Ganz regulär. Alright, 47. We're open for business. We know what the Maelstrom looks like and expect him to show up. Patience and shaving cream is what's on the menu now, 47. Genau, weil jetzt wissen wir ja, wo der Maelstrom ist. Eliminieren Sie Vasir Kale. Da ist er und da läuft er schon her. Aber das finde ich echt cool, dass wir mit Hilfe des Fotos und den Einsatzzielen dann hier... Moment, ne, hier Kale. Achso, das hier sieht man jetzt hier gar nicht mehr, aber das ist cool, dass wir durchgelaufen sind und das tatsächlich jetzt noch entdeckt haben. Ihn. Weil sonst wäre es wahrscheinlich hier noch ein bisschen schwieriger gewesen. Vielleicht müssen wir das hier als... Genau. Rasur anbieten. Und da ist er. Hallo. I'm ready for you. Thank you, my friend. Also weh ist das nicht, aber ja, es wird auch auf der Minimap angezeigt. Alright, I'm ready for my shave. Hier kann ich nicht zumachen. Okay, dann werde ich sicherheitshalber nochmal speichern, weil nicht, dass jetzt hier doch noch alles in Hasch geht auf die letzten Meter. Dann würde ich sagen. The tides are changing, my friend. Can you feel it in the air? My bones are creaking with joy at the prospect of what is about to happen. I don't feel anything, I'm afraid. You will, friend. You have an important task ahead of you, have you not? I sense that about you. Together, we will all release the shackles that have bound us far too long and rise up against those who seek to keep us down. Whether those are our friends or foes, a day of reckoning is coming, is it not? It does seem unavoidable. The question you must ask yourself when the time comes is what side you choose to be on. But that is not for now. For now, focus on your business and what you do best, friend. That is all. Ja, das machen wir, was wir am besten tun. The infamous Maelstrom is dead. Very well done, 47. Mission completed. Time to find an exit. Würde ich sagen, Maelstrom down. Und ja, ich werde jetzt nicht bothern, noch die korrekte Aussprache auf den letzten Zentimetern zu lernen. Oh, das ist ja geil. Wir können hier mit so einem, mit einer geilen Rikscha fahren. Okay, schauen wir mal, ob wir irgendwie Sachen, wo jetzt hier die Ausgänge sind. Okay, hier waren wir noch gar, Moment, hier waren wir gar nicht. Wo sind denn hier die Ausgänge? Hallo? Finden Sie einen Ausgang? Ausgang. Hä, wir sind doch hier auf dem Ausgang. Bin ich gerade plemplem? Hier wird mir kein Ausgang angezeigt. Oh, hier? Hier ist ein Ausgang definitiv auf einer Ebene höher. Das wird wahrscheinlich ein Schiff sein. Wir können nicht mit dem Zug abhauen, leider. Das wäre cool. Aber sonst... wir machen mal wieder einen geilen Exit. Aber vorher will... Wir waren doch schon da. Gibt's in die Richtung, also so leicht rechts von uns, einen Ausgang? Ja, da gibt's tatsächlich einen Ausgang. Vielleicht können wir doch mit dem Zug abhauen. Schauen wir mal.
Das schaut durchaus so aus, als könnten wir da lang. Hier lang. Nee, das ist aber irgendwo anders, als ich dachte. Nee, doch. Nee, das könnte durchaus da sein mit den Zügen. Nein, wir werden jetzt hier nicht auf den letzten Meter noch erkannt. Da bin ich gegen. Genau, das... Ach, so, Moment, das ist doch kein... Komme ich hier nicht runter? Das wäre irgendwie geil, wenn ich... Ach so, wobei, es gibt hier noch einen Runtergang. Einen Runtergang. Ja, wundervoll. Kann man hier tatsächlich nur mit den Tuk-Tuks weg? Das wäre irgendwie ein bisschen scheiße. Aber das ist definitiv ein Tuk-Tuk. Es wäre cool, wenn wir auf dem Zug aufspringen können. Und ja, hier Containerbereich. Oh, Moment. Das schaut hier tatsächlich... Nee, das ist auch so ein Tuk-Tuk. Also gibt es hier tatsächlich nur Tuk-Tuks und das hier? Es schaut... Wir können hier durch das Versteck noch abhauen. Aber sonst... Können wir hier bei Rangen irgendwie mit dem Flugzeug oder so abhauen? Wobei, das müssten wir eigentlich sehen, wenn wir in die Richtung irgendwie schauen. Aber nee, das ist alles ziemlich ebenerdig. Wobei, nee. Komm, dann fahren wir wenigstens hier mit dem Boot, weil ich glaube, hier die Tuk-Tuks, das ist so ein bisschen das Standardteil. Dann fahren wir hier wenigstens mit einem Wasser-Tuk-Tuk. Ah ja, und apropos Wasser-Tuk-Tuk. War nicht hier... Ach so, der Schneider. Moment, wo war... Wir wollten ja immer mit unserer ursprünglichen Verkleidung weg. Jetzt ist die Frage, wo ist die? Klassisches Empire. Die ist hier bei der Wäscherei. Ja gut, dann gehen wir zur Wäscherei. Dann fahren wir vielleicht auch nicht mit dem Wasser-Tuk-Tuk. Also ich nehme mal... Ich hoffe übrigens, das sind Tuk-Tuks und die heißen hier nicht anders in Mumbai. Ich weiß, in Vietnam und Thailand und so heißen sie Tuk-Tuks. Nicht dort heißen sie nicht Mumbai, was ich gerade sagen wollte. Weil ich bin nicht so ein Typ wie dieser Rangan, der irgendwie der Held von Mumbai und Mumbai ist dann... Nee, braucht gerade noch kein Taxi. Wir sind jetzt hier nämlich noch einer der Crows. Und das möchte ich ehrlich gesagt so nicht belassen. Sondern wir verkleiden uns natürlich wieder zurück. Und nein, ich mache das nicht, um die Folge zu strecken, sondern ich finde es einfach halt geil, dieses Gefühl so... Du bist schon... Du hast... Wir waren jetzt, keine Ahnung, wir werden es dann eh gleich sehen, 2 Stunden oder so unterwegs. Und... Wenn wir gehen, sind wir wieder der wir waren. Wir waren aber viele verschiedene dazwischen. Und das ist schon irgendwie ein cooles Gefühl. Jetzt ist nur die Frage... Ich glaube, wir müssen wieder den anfänglichen Shimmy hier machen. Und zwar hier rum. Ein letztes Mal werde ich dafür noch speichern. Oh, ich habe gerade das, was hier die Aufnahme, der Aufnahmestart war. Ich hoffe endlich, die Aufnahme ist nicht im Arsch, weil sonst habe ich ein bisschen ein Problem. Da kann ich sie nicht einfach neu spielen. Now let's see you fall and crack that skull of yours. Nee. Ja, hier haben wir angefangen und hier Moment, das ist falsch. Moment, ich hätte mich eventuell als Schneider verkleiden können, dann müsste ich hier nicht sneaken.
Aber Moment, ist das nicht ihr klassisches Empire? Die Metallarbeiter. Aber ist trotzdem noch unbefugt fürs Betreten. Okay, einmal speichere ich jetzt hier noch. Safety halber. Weil ich möchte was ausprobieren. Und zwar den hier. Hat funktioniert, okay. Das ist jetzt weniger In-Game-Fashion mehr. Aber ja. Hey, mir fällt gerade auf, wir haben hier hinten so ein richtig geiles Jackett, was von hinten so glitzernd ist. Oder nicht wirklich glitzernd, aber halt. Schaut cool aus. Oh, ganz in die Richtung ist auch noch was. Oh, das ist auf der anderen Seite von dem Platz. Okay, ist das eventuell kein Tuk-Tuk? Ich glaube, da verschwinden wir dann ins Crowd von Mumbai. Hoffe ich jetzt mal. Das wäre nochmal irgendwie was Geiles. Ja, genau, weil hier war, sie verlassen das Einsatzgebiet. Genau das machen wir jetzt auch. Hier geht's nämlich einfach raus. Kein Tuk-Tuk. Einfach verschwunden, wie vom Erdboden verschluckt. Errungenschaft Piratenjäger. Okay, ja gut, der Maelstrom war jetzt ein bisschen ein Pirat, aber ja. Ein Kleid zum Sterben abgeschlossen. Nice. Und grobe Striche. Ja gut, das waren halt die, mit denen wir dann beendet haben, gefinisht haben. Wir haben ja noch ein paar mehr Sachen gemacht. Zum Beispiel die ganzen Sachen. Der Mann und nicht im Drehbuch, sondern wie ein Kleid zum Sterben. Irgendein Handbuch, mach mal Dampf, Brückenschlag, grobe Striche, Künstler am Werk, zum Barbier sind wir geworden, zum Schneider, zum Maler, zum Metallarbeiter, scharf rasiert haben wir gemacht, hier das mit der Windturbine. Ich glaube, das kann sich sehen lassen. Wir haben zwar fast 3 Stunden gebraucht und damit nicht weniger lang als in der letzten Mission, aber ja. Wie lange? Wir haben jetzt für die letzten 2 Missionen jeweils über 6. Ich glaube, wir haben 8 Parts bei diesem Mal und glaube ich 9 Parts bei der letzten Mission gebraucht. Also dafür haben wir auch 5 von 7 Story-Missionen gemacht. Das kann sich ja auch nicht von jeder von sich behaupten. Moment. Missionswertung ist nicht so geil. Moment. Einsatzziele. Ja, nee, ich weiß. Finden Sie den Maelstrom und hier Wazir Kale? Ja, nee, hier, detaillierte Punkte. Strafe für Nicht-Ziel-Kills, keine Körper gefunden, keine Aufnahmen, alle Kills unbemerkt. Aber nicht immer unbemerkt. Deswegen. Weil wir nicht immer unbemerkt waren. Fuck. Aber trotzdem, Ziel eliminiert, Unfall-Kills, unbemerkter Kill, Nahkampf-Kill. Ich glaube, Aufnahmen gelöscht haben wir. Also ich glaube durchaus, wir sind hier ziemlich gut durchgekommen. Nichtsdestotrotz. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt die nächste Zwischensequenz ab. Vorher, wir haben noch unlocked hier Pickup an der Baustelle bei Rangan. Am Süddach. Wo auch immer das genau ist. Oh ne, sag nicht da. Das ist doch hundertprozentig da, wo ich letzte Folge abgeraged bin, oder? Und am Norddach. Okay. Und bei den Bahngleisen auch noch. Und versteckter Vorratsstrand. Gut, dann würde ich sagen... Okay, Wäschestrand auch noch. Straßen auf dem Hügel. Am Fleischmarkt. Alter, wie viele Obdachlosenzelt, Töpfermarkt. Okay. Ist jetzt auch langsam gut. Alter, hier kann man echt... Also diese Mission muss ich echt sagen. Hier, also das waren ja 7 Stockwerke, 7 Etagen. Ich glaube, so viel war es noch nie. Vor allen Dingen so weitläufig auch noch. Aber ja, wir haben noch eine Schrotflinte freigeschalten. Und, oh, die Silberballer. Die schallgedämpften Silberballer haben wir freigeschaltet. Okay. Gut, aber ich würde sagen, eine Sprengmine. Ja, okay. Startpunkt Kahin. Okay.
Kahin. Khan. Ich habe irgendwo ein I noch hinter dem H gesehen. Kahin. Ja, und Startpunkt Boot. Gut, aber dann würde ich sagen, jetzt Zwischensequenz. Ja, bei den Trolls können wir auch starten und bei der Wäscherei, beim Star Skywalk und in den Slums und beim Taxi. Aber jetzt, und beim Zug. So. Gut, ein Kleid zum Sterben, grobe Striche und, ja. Ne, der gebuchte Mann wird uns noch vorgeschlagen, aber nee, das machen wir nicht. Wir sehen uns jetzt die nächste Sequenz an. Und da bin ich jetzt echt gespannt, wie die Hauptstory jetzt hier vorangeht. Viel Spaß. According to records, this was a youth correctional facility until 1962, when the estate was overtaken by an obscure Soviet research fund, the Institute for Human Betterment. Looks deserted. The place was abandoned after a fire in 89. Then, only a few weeks ago, it was acquired by an anonymous investor using cryptocurrency. It has to be Lucas Gray. He's here. Be careful, 47. The breadcrumbs were almost too easy to follow. It could be a trap. Not a trap. An invitation. You came home. I knew you would. You've come a long way, 47. And even now, you don't remember. This place. This was our prison, where Father trained us, shaped us into killers for Providence. Now, you don't remember. They ripped it out of you, wiped it away, but I do. I remember everything. You're a terrorist with nothing to lose. You'd say anything. I know it's difficult. You never miss your mark or question your function, but we made a pact. You and I. Do this. We both lose. There was an incident. That boy, he died. He lived. Because of you. Don't you remember his name? You know this. Deep down, you know. What was his name? Subject Six. Your name is Subject Six. And what is our purpose? To take them all down. Und wer ist alle? Ja, wir sind jetzt übrigens nicht in dem Menü, weil die Zwischensequenz abgebrochen hat. Das habt ihr jetzt nicht gesehen, aber geil. Geil. Nächstes Mal beginnen wir scheinbar auch mit einer Zwischensequenz, gewagtes Unterfangen. Aber ja, dann würde ich sagen, das war definitiv mal ein bisschen noch ein Twist. Ich dachte ehrlich gesagt, der Typ, dieser Lucas Gray, der uns auch hier angezielt hat, schon in Hitman 1, dass der jetzt irgendwie eher unser Feind ist, aber nicht, dass er unser Verbündeter gegen die anderen ist. Aber nächstes Mal starten wir definitiv mit der Sequenz und mit der Mission Ein anderes Leben. Und das hört sich schon so ein bisschen so an, als würde es für 47 ein bisschen Vergangenheitsbewältigung geben. Aber das in der nächsten Folge von Let's Play Hitman 2. Bis dahin sage ich Tschüss, Leute.